Im Namen des Roma-Lehrervereins und seines Vorsitzenden Ragib Yashiray möchte ich alle Anwesenden heute hier sehr herzlich begrüßen. Das Thema lautet Integration und Schulbildung. Zu Ihrer Rechten, zu meiner Linken, sehen Sie die geladenen Gäste, die in irgendeiner Weise spezialisiert sind, durch ihre Arbeit zu dem Thema etwas zu sagen. Und auf meiner Rechten, zu Ihrer linken Seite, sehen Sie Vertreter, repräsentativ denke ich auch, der Roma hier in Münster. Viele von Ihnen sind Mitglied im Roma-Lehrerverein. Sehr geehrte Damen und Herren, guten Tag. Ich begrüße Sie zu der heutigen Veranstaltung mit dem Thema Integration und Schulbildung, das heißt Lebensperspektiven und schulische Integration der Roma in Münster. Wie der Herr Yashiray schon gesagt hat, möchten wir diesen Moment nutzen und zwei Auszeichnungen aussendigen. Und zwar haben wir heute in diesem Raum zwei große Aktivisten, die sich seit 20 Jahren mit dem Thema der Roma beschäftigen. Nee, ich find eigentlich Auszeichnungen nicht so toll. Aber wenn ich überlege, dass sie eigentlich ja stellvertretend für all diejenigen ist, die das Bleiberecht für Roma erkämpfen wollen, dann ist das ein Zwischenschritt. Und ich glaube, wir sind erst dann ruhig, wenn wir das geschafft haben, wenn wir ein europaweites Bleiberecht für alle Roma haben. Und zwar mit Selbstbewusstsein und allen Rechten. Dann haben wir es geschafft. Ja, vielen Dank. Und als konkreten Einstieg in die Diskussion hat Katrin Schnieders, eine Filmemacherin hier aus Münster, die, da wird schon gewedelt, genau, ein Video vorbereitet. Sie hat am Sonntag auf dem Hedda-Lesi-Fest, das im Wienburgpark stattgefunden hat, jugendliche Roma befragt nach ihren Vorstellungen von Integration und guter Schulbildung. Und wir wollen uns davon einen kurzen Zusammenschnitt, der wird nicht sehr lang sein, aber doch sehr interessant, ich habe es schon gesehen, werden uns das jetzt mal anschauen, was Roma-Jugendliche hier aus Münster dazu zu sagen haben. Entschuldigung? Ja, bitte? Darf ich dich was fragen? Ja, klar. Was du von Schulbildung hältst, was fällt dir dazu ein? Ja, Schulbildung, das ist sehr wichtig. Meiner Meinung nach kann man ohne Schulbildung in Deutschland gar nichts erreichen. Zurzeit mache ich eine Ausbildung zur Steuerfachangestellten. Ich beende die jetzt auch bald im Sommer. Ja, und danach wollte ich gerne ein Studium beginnen zur Sozialpädagogin. Als wir ankamen, konnten wir kein Wort Deutsch sprechen. Aber mittlerweile, dass wir in der Schule, haben wir das Lesen, Schreiben, Rechnen gelernt. Und mit der Sprache kommen wir auch einigermaßen gut klar. Ja, soweit. Unsere Eltern haben noch Probleme damit, aber unsere Nation, finde ich, hat sich schon viel verändert und viele Roma haben auch angefangen, also jetzt nicht nur Hauptschule und Förderschule, viele von uns gehen auch Real, Abitur, Gymnasium und so weiter. Wir haben ja erst Schulpflicht in Nordrhein-Westfalen seit 2005. Vorher hatten wir ja nicht mal Schulpflicht. Und ich glaube, diesen Wert zu erkennen, das hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, wenn es keine Vorbilder gibt, die es geschafft haben. Und das wiederum ist Ausprägung dieser Gesellschaft, wenn man diese Chancen auch nicht zulässt. Herr Schukala? Ja, die Frage nach den Interessen der Eltern an der Zukunft ihrer Kinder kann man, glaube ich, mit den großen Universalien beantworten. Die ist bei Migranteneltern natürlich genauso wie bei Nicht-Migranteneltern. Ich habe hier auf meinem Zettel stehen, den ich vorher bekommen habe, sind alle Migrantenkinder, die auf eine Förderschule gehen, dort richtig? Ja, was ist richtig? Also es sind Migrantenkinder und auch andere Kinder an Förderschulen, allgemein gesagt, an der Förderschule lernen, davon sprechen wir ja meistens, die an Regelschulen nicht zurechtkommen. Manche sind dann da richtig, weil die dort richtig gefördert werden, in kleinen Lerngruppen mit mehr Personal, mit viel Doppelbesetzung, mit handlungsorientierterem Unterricht. Meine Frage ist dahingehend, warum passiert das an Regelschulen nicht? Also da die Frage an die Regelschulen, es müsste mehr Personal geben, mehr Doppelbesetzung, damit Förderunterricht stattfinden kann, wieder nicht nur für Roma-Kinder, aber da sprechen wir ja heute drüber. Es müsste kleinere Klassen geben, es müsste keine Entscheidung nach der vierten Klasse bereits geben, wo kommt das Kind dann hin. Wenn wir uns über das Thema Integration und Schule unterhalten, sehr wohl auch nochmal darüber nachdenken, ob nicht eine gute Bildungsvoraussetzung auch der gute Wohnort ist. Dieser Integrationsschwierigkeiten, die die Behörden selbst aufstellen, gar nicht bewusst sind,
Mir hat, das will ich zum Abschluss noch sagen, eine Vertreterin im Regierungspräsidium Tübingen gesagt, als ich Kinder in ein Internat zum Abitur, ins Gymnasium bringen wollte. Die Kinder sind hier, um ein Asylverfahren durchzuziehen und nicht um das Abitur zu machen. Was ich persönlich schlimm finde, ist, dass alle Roma irgendwie in einem Sack gesteckt werden. Das heißt, wenn sie von wo auch immer, Kosovo, nach Deutschland kommen und die irgendwie 14, 15 Jahre alt sind, werden sie sofort an einer Förderschule oder Hauptschule gesteckt, ohne dass man sich überhaupt mit ihnen beschäftigt, dass man Tests mit ihnen durchführt, wie weit überhaupt mit ihrer Bildung sind, sondern sie werden einfach in die Schule in Anführungsstrichen gesteckt und haben dann auch wirklich keine Chancen mehr, auf die Realschule oder auf das Gymnasium zu kommen. Das ist ja hier auch schon mehrfach angeklungen, dass speziell dieses Individuelle erstmal gucken, wo ist der, wo steht der, wo kann ich den abholen, damit das doch noch packt. Ne? Und aber da sagte ja auch Frau Karwinkel schon, da sind dann irgendwann die finanziellen Mittel auch begrenzt, dann werden Kinder auch nur noch verwaltet in den Schulen und dann eher nach unten abgedrückt. Was man im Bildungssystem rausnehmen muss, ist der ungeheure Druck. Also die erste Frage unter Nummer 5 lautet, was müsste politisch geschehen? Da ist für mich das Allerwichtigste, dass das Volk der Roma endlich als Holocaust-Opfer anerkannt wird und daraus die gesellschaftlichen Konsequenzen für uns Deutschland gezogen werden. Das heißt, es kann keine Abschiebung mehr geben von Roma, ganz klar. Wir haben Rassismus, wir haben Feindlichkeit, wir haben Anfeindungen, wir haben Benachteiligungen, Diskriminierungen, dass wir ganz klar Flagge zeigen. Ich würde mich freuen, wenn der Oberbürgermeister mal Roma-Vertreter in ein Rathaus einlädt und dort einen großen Empfang gibt, einfach mal, um zu zeigen, seinen Hut vor diesem Volk zu ziehen. Das finde ich eine gute Idee. Wenn wir über Integration reden, dann diskutieren wir das immer als Problem. Wenn es gelänge, dieses Thema aus dieser Problemecke mal herauszukriegen und vielleicht mit einer anderen Herangehensweise unter dem Thema Internationalisierung anzugehen und zu diskutieren, glaube ich, kriegt man da vielleicht auch eine andere Mobilität in diese Diskussion. Gut, vielen Dank. Bis hierher. Jetzt. Da sind ja doch ziemlich viele Aspekte, ich habe mir auch einiges noch aufgeschrieben, also zusammengekommen und ich denke, wir haben da sehr viele Aspekte abgedeckt, sowohl politisch, gesellschaftlich, wohntechnisch, schulisch, alles Mögliche. Jetzt möchte ich hier aber auch ausführlicher der Roma-Seite noch mal ein bisschen Zeit geben. Herr Professor Trajko Petrowski hatte sich gemeldet, der gerne etwas sagen möchte und dann könnt ihr auch gerne noch was dazu sagen. Ja. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin Trajko Petrowski, Roma-Ethnolog und Linguist. Ich habe den Wunsch, in dieser Debatte Integration und Schulbildung etwas beizutragen. Ich bin hier fast 2 Monate zum Studium in Münster für Roma, ihre Sprache, Leben und ihre Migrationskultur und von meinen Erfahrungen für die 2 Monate durch direkten Kontakt mit den Roma-Schülern und deren Eltern der Stadt Münster kann ich zu dem Schluss, dass Roma-Kinder schneller sollten in diese Gesellschaft werden durch bessere Bildung durch Roma-Muttersprache und deutsche Sprache integriert.